Heute die erste Etappe von Gaskirchen nach Freistadt. Gaskirchen ist meine Heimatstadt, ist sehr speziell für mich. Die Etappe hat 138,5 Kilometer, gespickt mit 2500 Höhenmeter. Wir fahren in Gaskirchen vorher zwei Runden. Nach 90 Kilometern sind wir in Freistadt, dort fahren wir nur mal drei Runden, da ist auch eine Bergwertung drinnen. Es hat gerade zum Regen angefangen, das wird sicher ein spannender und interessanter Tag für uns. Die Etappe heute hat am Papier vermeintlich als leichtere Etappe ausgeschaut, aber gestern bei der Besprechung habe ich gesehen, wo wir da bei Walding hochfahren und jetzt die ersten 48 Kilometer schaut es nach Kantewind aus und danach ist es eher eine sehr schwere Etappe, weil wir machen dann auf 80 Kilometer 2000 Höhenmeter. Also ich denke, dass das heute schon mit einer entscheidenden Etappe sein kann. Ja, es war relativ hart. Gleich die erste Attacke ist dann gegangen. War dann relativ gut besetzt mit Matthias Brendler, der später leider gestürzt ist. Und Felix Ritzinger war drin und eigentlich ein paar Leute, die es richtig gut draufstehen können. Ja, es war dann so, dass wir eigentlich den ganzen Tag Vollgas gefahren sind. Bis das zum Seil haben. Die erste Etappe haben wir hinter uns gebracht. War wirklich ein sehr schwerer Auftakt nach Freistadt rauf. Ich glaube, wir haben sie super präsentiert. Der Dominik war in der Spitzengruppe, wir waren lange im Fernsehen. Das war unser großes Ziel heute, dass wir gleich in der Ausreißergruppe dabei sind. Großes Lob am Dominik, echt super gefahren. Ich glaube, das gibt uns sicher einen Antrieb für die nächsten Etappen. Das Finale war extrem schwer mit drei Bergwertungen. Der Jonas war vorne dabei, es waren ca. 60 Leute in der Spitzengruppe. Und in Jonas ist echt gut gegangen, speziell in der letzten Runde, wie es richtig zur Sache gegangen ist. Und wir sind guter Dinge für die nächsten Etappen.